Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Sano Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr sehen könnt, 100 PC Tycoon 2. Zur Info, warum es jetzt schon V13 und V14 gibt, ich habe tatsächlich zwei Videos von PC Tycoon schon vorproduziert, also nicht wundern. Das liegt einfach daran, dass ich halt produzieren musste und deswegen habe ich hier schon ein paar Dinge, also es kommt alles zusammen, wenn man sich die Videos im Nachhinein alle anguckt. Also ja, also nicht wundern, warum ich jetzt hier schon V14 und sowas habe. Das ist halt deswegen so. Okay, wir haben hier auf jeden Fall wieder einen Hackerangriff, wie in jedem Part, den wir haben. Okay, RT, Start, Repair und Finish. Griff abgewehrt. Neues. So, ich weiß gar nicht mehr, wo wir stehen geblieben sind. Das ist so ein bisschen das Problem. Wir haben ja auf jeden Fall einiges abgegradet in den letzten Folgen. Die habt ihr halt leider nicht mehr mitgekriegt, aber macht nichts. So. Was auf jeden Fall kacke war, ist die Bewertung. Die Bewertung ist nicht so geil. Das ist so. So, und derzeit werden wir jetzt hier ein bisschen warten, bis wir Geld kriegen und hier jetzt Erfahrungspunkte. Trinke ich meinen Kakao in Ruhe. Du kannst auch mal die Liste angucken, wo wir sind. Auf Platz 16. Okay. Wo mittlerweile gibt es 48 Plätze. Das ist schon interessant. Ja, V14, also die haben ja alle 17.000 und sowas. Mal sehen, wie hoch wir kommen werden. Aber ja. Wir müssen auf jeden Fall hier reingehen. In der Größe der Transistoren müssen wir gehen, genau. Hier, ey. Wo waren das jetzt? Hier müssen wir reingehen. Leute, ich mache, glaube ich, mal einen Cut und wir sehen uns einfach gleich wieder, wenn ich hier ein bisschen weiter bin. Okay, Leute, wir sind weg. Ich mache mal hier kurz auf Pause und will mal kurz gucken, ob wir noch auf 16 sind. Nö. Dann hat sich auf 19 gerutscht. Na, ja, das ist natürlich ein bisschen blöd. Die haben ja auch alle jetzt 17.000 Punkte, Junge. Was machen die in ihr Leben? Okay, wir vergrößern auf jeden Fall diese Transistoren-Dinger da. Okay. Pam. Wir haben jetzt schon wieder einiges geupgradet. Jetzt ballern wir hier direkt auch die V15 raus. Und wir haben ja auch direkt ein Problem. Die maximale Menge an modernen RAM wird nicht unterstützt. RAM. Was ist denn hier RAM? Das ist kein RAM. Das auch nicht. Das auch nicht. Okay. Aha, das war der Fehler. Gut, wir haben jetzt hier, wir haben ja jetzt geisteskranke Bewertungen auf jeden Fall. Waren mal 1. Ja, gut. Also hier müssen wir auf jeden Fall Anzahl der Kerne müssen wir rein und Größe der. Ich bin doch da schon reingegangen um einen. Alter. Ja, okay, das wird ein bisschen mau. Okay. Wir machen 545 Dollar und rein in das Ding. Wir sollten auch eigentlich mal hier ein bisschen was upgraden, würde ich sagen, auf Stufe 2, oder? Ich glaube, das machen wir. Weil dann können wir ja auch mal schneller arbeiten. Aber wir warten mal eben, bis wir hier Punkte kriegen. Okay, wir haben die. Haben wir die jetzt schon genug? Nee, wir brauchen 10. Gut, wir warten noch mal. Jetzt habe ich hier gerade eine Nachricht gekriegt. Moment, da muss ich drauf reagieren. So. Okay, so jetzt kann ich weitermachen. Derzeit findet eine bekannte Computerausstellung statt. Möchten Sie teilnehmen? Durch den Stand minus. Wir machen einen kleinen Stand.
Oh, 10.000 neue Fans, das passt doch. Leute, ich muss mal kurz meinen Ventilator hier anmachen. Also ich habe zwei Ventilatoren. Aber den einen benutze ich gerade für meine Fische, weil ich will, dass meine Fische nicht wegen Wärme gegrillt werden. Das ist nämlich blöd. So. Machen wir mal hier auf die leichteste Stufe. Bam. Okay. So. Ich glaube, ihr hört das jetzt im Hintergrund nicht. Das ist nämlich perfekt. Ach so, wir können das ja jetzt hier upgraden. Stimmt, da war ja was. Bam. Könnten sogar direkt nochmal upgraden. Machen wir aber nicht. Ja, wir können ja auch direkt mal Mitarbeiter... Oha! Was ist die denn? Ach so, ja, 100%, 100%, weil es ja S ist. Aha. Okay, wir gucken mal. Die hat ja eigentlich so recht was Gleiches. Oha! Ach, wir stellen jetzt hier einfach ein. Was soll der Geiz? So, bist eingestellt, bist auch eingestellt. Und dann haben wir auch schon wieder genug. So, wir klicken mal auf fertig. Zack, zack, zack. Wir machen hier wieder für 25 Millionen. Ne, für 10 Millionen machen wir mal jetzt eine Präsentation. So, ballern hier mal das letzte Geld raus. Okay, 3,8, 3,7. Ja, so 3,7 Sterne Bewertung. Das ist... ganz okay eigentlich. Aber wir sind komplett scheiße. Also wir müssen auf jeden Fall hier in diese Anzahl der Kerne und sowas rein investieren. Also hier rein investieren und das alles hier. Also diese vier, die sind am wichtigsten. Leute, ich würde sagen, ich warte jetzt mal so richtig lange. Und dann sehen wir uns wieder, wenn wir so ungefähr 1000 XP haben oder sowas. Okay, Leute, wir haben jetzt ungefähr 1337 Coins. Ach, ihr wisst, was ich meine. So, ich würde sagen, wir payen jetzt hier erstmal in diese Anzahl der Kerne rein. So, hier ballern wir jetzt komplett rein. So. Bam. Ich glaube, jetzt müssten wir gut sein. Wenn es jetzt nicht sind, dann raste ich komplett aus. So. Okay, V16 mittlerweile schon. Wir haben einfach fast die 200. Oh, Anzahl der Kerne sind wir jetzt bei 100%. Ja, die Größe der Transistoren, da müssen wir nochmal dran arbeiten. Aber wir haben jetzt fast alles so ein bisschen auf 100%. Das ist schon mal gut. Oh, guckt euch mal an, wie teuer das jetzt auf einmal ist. Nur wegen diesen... So, wir erstellen. Und jetzt sind wir ja auch hier ein bisschen mehr Leute. Von daher passt das auch. Wir können natürlich auch hier wieder verbessern. Oder? Das nächste kostet 25 Millionen. Ja. Ich weiß nicht. Wir können natürlich hier einmal nochmal unser Studio verbessern. Aber weiß ich nicht. Kann natürlich ja auch mal so Grafikkarten bauen. Aber wir müssen erstmal mit unseren Prozessoren arbeiten. Wenn wir das schaffen, dann können wir hier auch die anderen Dinge machen. Wir haben nämlich 402 Dinger und die schmecken. Ne? Wir können ja auch eine Fabrik bauen, sehe ich gerade. 500.000 kostet das. Ja, yo, sorry. Oh, wisst ihr, was wir machen können? Marketing ein bisschen. Zahlen jetzt wie viel dann pro Dingens? 59.000. Ach, keine Ahnung. Wir ballern rein. Let's go. Marketing. Rein da. Oh, wir haben unser Dings verkauft, sehe ich gerade. Wir verkaufen jetzt aktuell gar nichts mehr. Wir sind einfach arm. Wir müssen jetzt V16 rausbringen, weil ansonsten sind wir pleite. Naja, wir haben noch 45 Millionen, aber ihr wisst, was ich meine. Wir sind auch auf Platz 19 gerutscht. Ja, ich hoffe, wir werden jetzt irgendwie besser mit. Also... ich hoffe, wir werden jetzt auf jeden Fall in einem fünfstelligen Bereich kommen. Wir sind jetzt noch aktuell in einem vierstelligen Bereich. Wenn wir in einem fünfstelligen Bereich kommen, ist schon perfekt. Meiner Meinung nach. Ja, mal sehen, ob es was wird. Ich hoffe. So, ich bin wieder da und unser V16 ist auch fertig. Ballern wir jetzt 10 Millionen raus? Ich würde sagen, nein. Ballern nämlich hier jetzt alles an Geld rein.
Ich hoffe, es wird geil. Es wird nicht geil. Junge, wir haben doch so geil geupgradet. Ich würde am D vorzugen. Wie kühlt man es ab? Sehr schlecht, wie kühlt man es ab? Oha! Okay, aber wir haben 17.000. Das ist krass. Wir sind trotzdem auf Platz 4. Das ist geil. Aber irgendwas meckern die mit der Hitze. Was meinen die denn mit der Hitze? Also irgendwas ist mit der Hitze, aber ich habe auch keine Ahnung, was man da machen soll. Ich würde sagen, ich spare jetzt hier nochmal kurz auf 2000 Erfahrungspunkte. Das dauert jetzt wieder ein paar Millionen Jahre, aber egal. Okay, Leute, ich bin wieder back und wir haben jetzt 1006 gerade gehabt. Und wir haben auch 138 Millionen. Und hier will einer eine Gehaltserhöhung. Okay, der hat sich entschieden zu verlassen. Okay. Gut, dann holen wir uns hier halt einfach einen neuen. Der am besten gut ist. Hier, den da, so, zack. Okay. Was wir jetzt erstmal machen, ist hier einmal das nochmal upgraden. So. Mitarbeiter einstellen. So, jetzt können wir hier noch mehr einstellen. Wir gehen mal kurz zum ganz nach Ende. So. Einstellen. So. Okay. Wir machen jetzt V17. Ah, ne, wir müssen ja noch. Wir müssen ja hier noch upgraden. So. Das graden wir mal ab. Speicher. Oha, wir haben das jetzt auf maximal geupgradet. Okay. Interessant. So, okay, jetzt aber. V16 oder 17? V17. Okay, V17. Zack. Rein da. Okay, wir sind bei der Größe der Transistoren immer noch nicht so geil im Plus, aber macht nichts. DDR7 haben wir jetzt mittlerweile. Okay, wir sind hier komplett bei L1 und sowas sind wir ja komplett ausgepowert. Wir lassen das Geld auch so, weil dann beschweren die sich nicht über das Geld, was so viel kostet. Das passt so. Genau. Wir können uns für unsere Mitarbeiter eine gemeinsame Schulungsorganisation, um ihre Fähigkeiten und Arbeitseffizienz zu verbessern. Ausbildungsdauer 2 Wochen, Kosten 1,2 Millionen. Ja, machen wir. Das heißt, sie sind jetzt gerade in der Schulung und arbeiten nicht. Ich mache mal kurz einen Cut und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn das hier fertig ist. Okay, es ist fertig. Und wir ballern den jetzt raus. Wie viel Geld haben wir? 50 Millionen, okay. Dann können wir 10 Millionen in die Präsentation rein investieren. Und 90% jetzt von unserem Geld. Es ist geil. Es ist gut geworden. Neuester RAM unterstützt. Nicht die schlechteste Option, die Wärmeableitung ist zu hoch. Okay, ich würde etwas anderes kaufen, 1% teurer als Konkurrenz. Ja, ich bin nicht zufrieden, Intel Core i9-5 kann nicht verglichen werden. Wir sind auf Platz 1 mit 36.000 Punkten, Leute. Wir haben es geschafft, auf Platz 1 zu kommen. Und was zur Hölle? Habt ihr es gesehen? Es ist in 2 Sekunden ausverkauft. Das ganze Ding ist ausverkauft. Wir haben jetzt einfach Intel Core i9-5 überholt mit fast 4000 Punkten. Das lässt sich sehen. Ah, Mitarbeiterschulung ist abgeschlossen. Das ist geil. So. Wir müssen auf jeden Fall hier in den Größe der Transistoren nochmal reingehen. Das machen wir, Leute, aber erst in der nächsten Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne liken, Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord-Server vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt einen traumhaften Tag. Haut rein, Leute, euer Sandro. Ciao.